Delay Sports werde ich heute zum besten Team der Welt machen. Logo, Trikot, Stadionbanner und Gesamtstärken. Besser kann man das Team von Eli und Sydney nicht erstellen. Shoutouts gehen da raus an Michi Polo. Checkt seinen Kanal ab, lasst ihm ein Like und ein Abo da. Und jetzt soll dieses Team natürlich zum Champions League Sieger gemacht werden. Unsere Reise startet dabei in Halle. Und wir starten hier sogar direkt mit einem Sieg rein. Sydney sorgt hier für das allererste Profitor von Delay Sports. Also Vorbereitungsturnier lief überhaupt nicht gut, aber jetzt, wo es wichtig wird, sind die Jungs da. Mit den Gesamtstärken sind wir natürlich das schlechteste Team hier in der dritten Liga. Vier Torschützen. Mal gucken, wie das hier am Ende der Saison aussieht. Da hat sich natürlich einiges getan. Keine große Überraschung. Der Stürmer macht natürlich die meisten Tore. Und er wird auch bis zum Ende unser Stürmer bleiben, denn wir werden hier keine Transfers machen. Trotzdem werden wir hier noch weitere Spieler, die Eli zum Beispiel in der Karriere verpflichtet hat, hier in dieser Karriere verfolgen. Aber zurück zu Delay Sports. Wir sind natürlich hier auf dem letzten Platz gelandet. 80 Gegentreffer hier einfach mal kassiert, aber vor allem die 41 Tore sind ganz wichtig. Denn damit dürfen wir jetzt hier zwei Spieler upgraden. 41 Tore heißt 41 Gesamtstärken, die hier bei diesen beiden Spielern dazukommen. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich diesen Pokal gewinnen. Und den Pokal könnten diese beiden jetzt hier direkt mit der Nationalmannschaft gewinnen. Das Ganze machen sie bei der Heim-EM aber nicht, denn sie spielen hier für Deutschland. Von Deutschland wollen wir später aber noch ein gutes Turnier sehen. Mal gucken, ob wir das dann mit den Upgrades hier schaffen. Vorne zwei richtig gute Spieler drinne, aber wir müssen bis zum fünften Spiel warten, bis wir den ersten Sieg holen. Und jetzt müssen wir hier mal ein paar Meter machen, springen direkt zum Ende der Saison und da sehen wir auch eine schlechte Nachricht. Sydney Frieder hat sich hier verletzt. Vor seiner Verletzung hat er hier aber noch für 5 Scorerpunkte gesorgt. Und ich würde sagen, die zwei Upgrades haben sich hier direkt schon mal gezeigt. 17 plus 24 Scorer-Punkte. Erstellte Spieler haben übrigens ein 99er Potenzial, deswegen sehen wir auch da natürlich gute Entwicklungen. Gleich wird es neue Upgrades geben. Der Stürmer hat natürlich für die meisten gesorgt, ist leider aber nicht Top-Torjäger geworden. Aber dafür haben wir mit Eli hier den Top-Vorlagengeber der Liga. Und bevor wir auf die Tabelle gucken, sehen wir hier noch den ersten Wechsel von einem anderen Spieler. Und jetzt sehen wir hier in der Tabelle, wir sind ganz weit weg von dem 20. Platz. Mit den beiden Upgrades landen wir hier nämlich auf dem 12. und machen dabei 56 Tore. Haben aber auch 56 kassiert, deswegen wird es, glaube ich, Zeit, was in der Defensive zu machen. Die nächsten beiden Spieler gehen natürlich jetzt hier auf die 99er Gesamtstärke. Jetzt sind wir hier am Ende der dritten Saison. Mal gucken, wie viel die beiden Upgrades hier gebracht haben. Aber davor sehen wir erstmal einige interessante Wechsel. Kai Havertz hier nicht zum FC Bayern, sondern zu Milan gewechselt. Richarlison hier zu Atletico und Arda Güler hier zu Dortmund. Mal gucken, wie es da noch so weitergeht. Bestimmt habe ich auch noch ein, zwei Spieler vergessen. Also tut mir leid, falls nicht alles hundertprozentig hier richtig ist. Beim Kapitän habe ich auch gesehen, dass Julian Niesle immer der Kapitän war jetzt hier bei den letzten Spielen. Aber es liegt vielleicht an der Verletzung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lasse es einfach mal so, wie Mini Polo das hier eingestellt hat. Bis zum EAFC-Release habe ich regelmäßig die Highlights geguckt. Da gab es auch viele Tore und viele Tore sehen wir jetzt auch direkt hier in der Top-Torjäger-Liste. Das Upgrade hat sich da schon mal gelohnt und auch auf der Torwartposition. Der Torwart macht hier einfach mal 10 Vorlagen. Und Eli übernimmt hier einfach mal mit 43 Scorer-Punkten komplett. Das Alter musste ich übrigens auch bei allen Spielern hier runtersetzen, damit die eben nicht mit der Gesamtstärke runtergehen. Und jetzt gucken wir auf die Liga und mit 97 Punkten. Ich würde sagen, das passt ganz gut. Steigen wir hier auf. Und für die zweite Liga werden wir natürlich direkt die nächsten beiden Spieler auf die 99er Gesamtstärke upgraden. Vielleicht schaffen wir es damit ja direkt in die erste Liga. Und eine Sache gibt es hier noch in dieser Saison, denn jetzt haben wir hier auch zum ersten Mal DFB-Pokal gespielt. In der ersten Runde haben wir uns hier nach einem 3:2 gegen Fürth durchgesetzt. Einen 3:2 gab es auch in der zweiten Runde. Das Ganze aber leider für Hamburg. Mal gucken, vielleicht können wir in der nächsten Saison genauso wie Hansa Rostock einen ganz, ganz großen Gegner hier rausschmeißen. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob das zweite Turnier bei Deutschland hier besser läuft. Also ein Gruppenaus gibt es hier schon mal nicht. 6 90er sind natürlich auch noch dazugekommen. England gewinnt im Elfmeterschießen. Was ist das denn für ein Bug? Irland hier im Achtelfinale mit 5:1 weggehauen. Frankreich übrigens auch 4:0 hier gegen Argentinien gewonnen. Und Frankreich war hier auch der nächste Gegner für Deutschland. Aber Halbfinale hier für Deutschland. Das Ganze gegen Italien. Deutschland ist im Finale und England schon wieder im Elfmeterschießen durchgesetzt. Es geht natürlich um die Champions League, aber bekommen wir hier einen WM-Sieg von Deutschland? Ja, denn nochmal im Elfmeterschießen zu gewinnen. Das wäre für England auch noch ein bisschen zu viel des Guten. Ich würde sagen, so kann man hier mal in die neue Saison reinstarten. Ein Ballon d'Or gibt es dafür leider nicht. Aber das wird hier auch nicht mehr lange dauern. Und auch fürs Team of the Year reicht es hier nicht. Dafür müssen wir natürlich in die Champions League. Und um dahin zu kommen, müssen wir natürlich in die erste Liga. Mal gucken, ob wir hier den Aufstieg packen. Und ein paar Monate später gibt es dann keine Zweifel mehr. Es wird hier gleich direkt in die erste Liga gehen. Spieler des Monats Award nehmen wir dann ganz nebenbei auch noch mit. Den hat sich im Februar übrigens unser Torwart geholt. Der hat auch in dieser Saison hier wieder für ordentlich Vorlagen gesorgt. Ja, und unser Torwart wird einfach mal nicht Torwart der Saison. Absolute Frechheit. Aber Tore haben natürlich andere Spieler gemacht. Da sehen wir auch hier einen neuen Top-Torjäger. Einer der bekanntesten Spieler bei Delay Sports. Hat ja auch für Mainz und Hertha gespielt. Ist B-Junioren-Meister geworden und hier sorgt er dafür, dass es in die erste Liga geht. Der Aufstieg wurde natürlich klar gemacht. 76 Tore diesmal geschossen. Die beiden Top-Torjäger haben wir ja schon gesehen. Wir gucken mal auf die Vorlagen. Alieu, der hat ja das Trikot designt, was hier auch einfach richtig gut erstellt wurde. Der macht nach dem Torwart hier die meisten Vorlagen.
DFB-Pokal gucken wir uns hier noch an. Da sind wir leider nicht besonders weit gekommen. Da haben wir aber zumindest das Überraschungsteam aus der letzten Saison hier in Runde 1 rausgeschmissen. Und wahrscheinlich haben wir hier in Runde 2 2-0 geführt und haben dann Elis Weisheit 2-0 gefährlichstes Ergebnis hier vergessen. Aber damit sowas in Zukunft hier nicht mehr passiert, werden wir direkt die nächsten beiden defensiven Spieler upgraden. Und damit gucken wir mal, wie es jetzt hier in der ersten Liga aussieht. Drei Spieler fehlen natürlich hier noch in der Startelf und natürlich die komplette Bank. Aber klar, mit unserem System wird das Ganze natürlich nicht extrem lange dauern. Falls ihr aber nochmal eine Version sehen wollt, wo ich wirklich eine Sprint to Glory daraus mache, dann schreibt es hier gerne in die Kommentare. Und jetzt starten wir die neue Saison mit unserem allerersten Spiel hier in der Bundesliga. Wir müssen davor aber noch einen Spieler ersetzen, da hat sich jemand anderes besser entwickelt als der Spieler hier zum Start. Und jetzt gucken wir auch, ob wir direkt zum Bundesliga-Start hier direkt den ersten Sieg feiern können. Und ja, mit einem 3:0 starten wir hier in die Bundesliga rein. Also die Tabellenplatzierung kann gerne bis zum Ende der Saison so bleiben. Und auch trotz zwei Schwachstellen, die natürlich überhaupt noch nicht Bundesliga-reif sind, haben wir hier wirklich den perfekten Start in der Bundesliga. Hoffentlich geht es damit jetzt direkt im DFB-Pokal weiter. Und ja, auch hier gibt es den nächsten Sieg. Bei dem nächsten Gegner wird das Ganze aber hier schon ein bisschen schwieriger. Gucken wir da vorne noch auf den Ballon d'Or, den sich Rashford holt. Aber wenn wir nächste Saison Champions League spielen sollten, dann sollte da auch ein Spieler von Delay Sports kommen. Wir gucken direkt mal auf das DFB-Pokal-Duell hier gegen Leverkusen. Auch das können wir gewinnen. Und beim nächsten Gegner im Pokal wird es dann nochmal eine Stufe schwieriger. Jetzt geht es hier ran gegen Dortmund. Aber das Ganze hier ohne Arda Güler, der ist aber noch nicht gewechselt. Dafür sehen wir aber hier die nächsten Wechsel. Richarlison und auch Werner hier in die spanische Liga. Für Henrichs geht es hier nach Everton. Und sonst sehen wir hier keine weiteren Wechsel. Jetzt wollen wir aber hier gucken, ob es auch mit zwei Außenverteidigern unter der 70er Gesamtstärke hier in ein DFB-Pokal-Halbfinale gehen kann. Und ja, es geht ins Halbfinale. Mal gucken, ob es da jetzt noch schwieriger wird. Und ja, da wird es jetzt noch schwieriger, denn da wartet jetzt der FC Bayern. Wolfsburg wäre der Finalgegner, falls wir es da natürlich hinschaffen. Und in der Bundesliga sind wir hier weit vor den Bayern. Wie gesagt, wir haben immer noch zwei Außenverteidiger, die überhaupt nichts in der Bundesliga zu suchen haben. Aber die ganzen 90er Gesamtstärken gleichen das Ganze hier aus. Mal gucken, ob es damit reicht hier für das erste Finale in dieser Karriere. Bei uns gab es keine Wechsel, bei Bayern hat sich schon viel getan. Mal gucken, wer jetzt hier ins Finale kommt. Und es sind wieder die Berliner hier von Delay Sports. Es gibt hier also die Chance auf das Double. Die Meisterschaft haben wir uns hier schon mal mit deutlichem Abstand geholt. Wolfsburg ist Zweiter geworden. Und ich hoffe, mit einem ähnlichen Abstand können wir auch das Finale gewinnen. Aber ein 3:0 wäre auch okay. Gucken wir auf die Top-Torjägerliste. Fischer mit 32 Toren. Kleine Enttäuschung bei dem Torwart. Diesmal nur eine Vorlage. Bruder, schlag den Ball lang. Wurde in dieser Saison also nicht so oft gesagt. Gucken wir hier auf alle Scorer-Punkte. Das sieht hier wieder richtig gut aus. Eli hat so ein bisschen nachgelassen. Aber es gibt natürlich jetzt auch ein paar 99er, die zwar defensiv spielen, aber Scorer-mäßig hier trotzdem richtig abreißen. Und hier im rechten Mittelfeld haben wir noch nicht geupgradet. Trotzdem eine richtig gute Entwicklung und auch richtig gute Scorer-Punkte. Einfach mal die meisten Vorlagen in dieser Saison gemacht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es um diesen Pokal geht. Davor geht es aber erstmal hier um diesen. Den wollen wir natürlich hier im Olympiastadion gegen die Wolfsburger gewinnen. Das Einzige, was dagegen spricht, sind natürlich die beiden Außenverteidiger. Die Upgrades dürfen wir erst nach dem Spiel machen. Und das machen wir dann hoffentlich auch als DFB-Pokalsieger. Und ja, wir sehen den Sieg. Mit einem 4:2 holen wir uns hier den ersten Titel. Also das Ganze sieht schon mal richtig gut aus. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch diesen Titel hier sehen. Bellingham zu Juve, Rodrigo hier zu Bayern. Wir sind im Jahr 2027, hier schon einiges passiert. Und hier im rechten Mittelfeld wird auch ohne die 99 gut performt. Deswegen upgraden wir jetzt erstmal die Außenverteidigung. Gucken wir mal, wie weit es damit jetzt hier in der Champions League geht. Davor gucken wir aber nochmal auf die Nationalmannschaft. Da sind natürlich jetzt ein paar 99er dazugekommen. Die beiden Außenverteidiger haben wir aber leider nicht rechtzeitig geupgradet. Gucken wir auf die Europameisterschaft im Jahr 2028. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Für Deutschland geht es hier schon mal ins Halbfinale und auch ins Finale. Alles andere als der Titel wäre natürlich eine Enttäuschung. Es gibt den Titel mit dem 4:0. Auch Spanien hat mal 4:0 ein Finale gewonnen. Jetzt wissen sie, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und zum Start der neuen Saison sehen wir direkt wieder Wolfsburg. Zweimal erster Platz gegen zweimal zweiter Platz hier im Supercup. Mal gucken, wer sich den Titel holt. Ja, und das Ganze macht der Doublesieger nach einem 2:2 und Elfmeterschießen. Hoffentlich wird es im Rest der Saison aber nicht so spannend. Und jetzt gucken wir mal, ob wir direkt den nächsten Titel mit dem Ballon d'Or hier holen. Und ja, wir sehen den Ballon d'Or-Titel. Dorian Fischer mittlerweile besser als Haaland und Mbappé. Jetzt haben wir hier also nur noch ein letztes Ziel. Um das zu erreichen, müssen wir im Achtelfinale erstmal Inter Mailand ausschalten. Davor gucken wir uns noch das Delay Sports Team of the Year an. Nur Vinicius hat sich da noch reingeschlichen. Aber zurück zur Champions League. Das Hinspiel konnten wir gegen diese Mannschaft 2:1 gewinnen. Gucken wir direkt auf das Rückspiel. Das größte Problem könnten natürlich die Ersatzspieler hier werden. Und wir sehen keinen Sieg von Inter Mailand. Das heißt, das Viertelfinale hier für uns. Und auch da können wir das Hinspiel gewinnen. Diesmal ist hier Chelsea der Gegner. Letzte Saison haben wir es auch ohne ein komplettes 99er Team direkt zum Bundesligameister geschafft. Jetzt wollen wir hier natürlich in der Champions League Saison direkt schon mal ins Halbfinale. Und da kommen wir auch nach Elfmeterschießen hin. Das war also eine richtig knappe Nummer. Haben hier noch eine gelb-rote Karte bekommen. Aber wir haben hier die Chance, gleich ins Finale zu kommen. Beim Elfmeterschießen hat übrigens unser Keeper in neuer Manier auch einen Elfmeter geschossen.
Der hat natürlich auch den 99er Elfmeterwert wie ganz viele andere. Jetzt sehen wir in der Bundesliga, wird es hier nochmal richtig spannend. Das Ganze wollen wir eigentlich nicht sehen. Wir wollen natürlich das Triple hier holen, aber hauptsächlich natürlich die Champions League. Das ist die Mannschaft von Barca. Auch da hat sich viel getan. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Wunschliste. Könnte vielleicht sogar schon das letzte Mal sein. Und das hier könnte auch der letzte Wechsel sein, den wir sehen. Und auch bei den anderen Clubs ist natürlich hier sehr, sehr viel passiert. Aber jetzt hier zurück zum Halbfinale in der Champions League gegen den FC Barcelona. Auch dieses Hinspiel hier wollen wir wieder gewinnen. Können wir das Ganze tun? Ja, mit einem 3:0 gibt es hier nicht mehr so viel Spannung für das Rückspiel. Am Ende gibt es hier insgesamt ein 7:1, mit dem wir hier ins Finale kommen. Und Finalgegner ist Manchester City. Und es gibt nicht nur die beiden Pokalfinals, sondern natürlich auch das hier in der Bundesliga. Hier wollen wir natürlich den Titel verteidigen und damit natürlich auch die Chance auf das Triple hier lassen. Aber wir sehen hier leider einen 2:2 gegen Gladbach. Und Bayern hat hier nicht gepatzt. Wir hoffen aber mal, dass sie das am letzten Spieltag machen. Die haben damit Leverkusen auch nochmal einen starken Gegner. Wir haben hier den SC Freiburg als letzten Gegner. Der war ja auch zwischenzeitlich in der zweiten Liga mit uns gemeinsam. Gucken wir hier vielleicht auf das allerletzte Bundesligaspiel in dieser Karriere, was wir auch gewinnen. Unser Rechtsverteidiger hier mitten im Doppelpack. Und die Bayern spielen hier nur 3:3 gegen Leverkusen. Das heißt hier die Meisterschaft. Richtig spannender Meisterschaftskampf und damit haben wir natürlich schon den ersten von insgesamt 3 Titeln. Den Top-Torjäger, den haben wir dieses Jahr aber leider nicht. Obwohl Joao Felix muss sich den Preis hier teilen. Und ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass wir in die Statistiken gucken. Der Torwart nochmal mit 9 Vorlagen. Wie gesagt, hoffentlich zum Abschluss. Und zum Abschluss sehen wir hier auch nochmal 48 Scorerpunkte. Hoffentlich kommen in den letzten beiden Spielen jetzt auch noch welche dazu. Das sind aber natürlich auch nur die letzten beiden Spiele, wenn wir gleich das Champions League Finale gewinnen. Davor sehen wir aber schon mal ein Problem. Der Linksverteidiger ist nicht ganz so fit. Aber als Alternative haben wir da eine 60er Gesamtstärke. Den müssen wir also spielen lassen. Hoffentlich können wir hier auch im DFB-Pokal den Titel gegen Köln verteidigen. Und wir können den Titel mit einem 4:1 verteidigen. Sidney Frede hier mitten im Doppelpack. Das Double haben wir hier also erfolgreich verteidigt. Jetzt müssen wir nur noch ein einziges Spiel hier gewinnen, um die beste Mannschaft der Welt zu werden. Da gibt es aber nur ein Problem. Es ist wieder die Linksverteidigerposition. Diesmal haben wir da keine Wahl. Da gibt es eine Sperre. Das heißt, wir gehen mit einer 60er Gesamtstärke ins Finale plus natürlich noch die 78. Mal gucken, ob uns das Ganze jetzt hier vielleicht den Champions League Titel kostet gegen Manchester City. Kommt es genauso, denn nach Verlängerung steht es hier 4:3 für Manchester City. Wir haben einfach 100 Minuten in Überzahl gespielt. Aber die beste Mannschaft der Welt sind wir hier noch nicht geworden. Das heißt, die Karriere geht weiter. Natürlich auch hier mit einem Upgrade. Dafür können wir hier aber einen weiteren Ballon d'Or mitnehmen. Was mich aber ein bisschen überrascht, denn den zweiten Spieler, den ich geupgradet habe, war ein anderer Stürmer, der aber einfach mal komplett vom Trainer ignoriert wird. Und was sehe ich dann während der Simulation in den News? Ja, hier eine Verletzung. Aber zu einem möglichen Champions-League-Finale wäre er wieder fit. Und ja, wir sehen hier zum Ende ein Champions-League-Finale. Davor haben wir die Gegner teilweise komplett auseinandergenommen. Keine große Überraschung natürlich mit den ganzen 99ern. Bundesliga hier wieder geholt. Den DFB-Pokal diesmal aber leider nicht. Da sind wir nämlich gegen Wolfsburg rausgeflogen. Aber das ist nicht so schlimm. Alles, was wir brauchen, ist natürlich der Champions-League-Titel. Den holen wir uns jetzt hier hoffentlich im zweiten Anlauf. Ich habe alle 99er aufgestellt. Damit sollte es jetzt hier klappen und damit klappt es auch. Damit ist Delay Sports das beste Team der Welt geworden. Danke fürs Zuschauen und jetzt könnt ihr euch gerne direkt zum nächsten Video weiterklicken.